So, und weiter geht's auf Australia. Ich habe jetzt gerade noch keine Gilde gemacht. Ich bin auf die Idee gekommen, man könnte den Gildenverein nutzen. Und ich probiere es einfach mal, in irgendeine Gilde reinzuschauen. Ich glaube, in den ersten drei, beziehungsweise den ersten vier kann man probieren. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie aktiv das die sind, aber ich probiere es einfach nochmal einen Tag. Und wenn dann halt einfach nichts bei rumkommt, dann. Ja, genau. So, Nummer 1. Wir gehen mal kurz nochmal nach Darkon. Genau, ich probiere nochmal irgendwie mal schnell den. Was haben wir gekickt? Den Volt, oder? Der Volt, glaube ich, hat die Waffe gedroppt. Ich glaube schon, ja. Oh, nee, hier ist nicht gut. Bisschen hoch vielleicht. Was gibt es hier noch? Collecting Speed Pet Experience. Okay. Der Vault Buff ist, glaube ich, jetzt noch nicht angekommen. Das weiß ich jetzt gerade nicht genau, warum. Keine Ahnung. Hier ist der Gig auf alle Fälle. Den nehmen wir mal definitiv mit. Genau. Okay. Habe ich eigentlich Ton? Ich habe Ton, oder? Ne, ich habe keinen Ton. Wo ist mein Pad? Pad, Pad, Pad. Hier ist Pad. Natürlich. Natürlich. Ich meine, warum soll ich auch irgendwas anderes droppen? So, dann probieren wir unser Glück mal auf Clockworks. Clockwork. Ich weiß natürlich jetzt gerade nicht ganz so sinnvoll mit Amplis aktiv und ja, I know. Aber ich meine halt ein. Ach nee, wegen was wollte ich kicken? Ich habe schon einen Knuckle, warte mal. Was für meine Mission? Shit. Ich habe schon einen Knuckle, lol, warte mal, what the fuck? Ja gut, wir leveln, würde ich sagen. Leveln ist gut. Leveln ist sinnvoll. Ich dachte gerade, der Ring ist weiblich, lol. Naja, wir leveln. Eine Stunde habe ich noch. Genau, dann mal kurz switchen zu Meteoniker. Krass, es ist 0:16 und das Ticket läuft noch über eine Stunde. Das merke ich gerade erst so wirklich so. Das realisiere ich erst, wie spät ich es letztens aufgenommen habe. Das ist schon ein bisschen krank vielleicht. Attack Speed. Also es hat so viele Effekte, das ist krass. Okay, genau. Ja, nee, ich bin mit dem aktuellen Set echt zufrieden. Ist jetzt gerade kein Grund, warum man jetzt nochmal switchen sollte. Das ist, glaube ich, schon ganz. Ach nee, warte mal, das ist ein Beginner-Set. Stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Ha. Ja, okay, wobei, der Effekt ist gar nicht so gut. Was habe ich letztens gemacht? Ach nee. Ach nee, so der STR-Schmuck. Ich dachte gerade, ich habe den, ne? Ach nee, so ein STR-Schmuck. Oh Gott. Ich bin lost. Ich bin so lost. Genau. Also, wir könnten uns natürlich schon hier so ein Ding farmen, so ein Set hier. Ach nee, warte mal. Ich brauch viel mehr dafür. Okay, nee, dann macht es eigentlich auch keinen Sinn. Weil ich bräuchte halt einen Mystical Mighty. What? Warte, wo steht der Ring Master? Steht bei den 65ern, okay. Warte mal, ich brauche ein Mystical Mighty Set dafür. Mystical Mighty Shurant Boots. Wie kriegt man die dann? Ha, bin mir gar nicht sicher. Kurz mal aufs Board gehen. Beginner Ampli habe ich da noch. Könnte man auch nutzen, stacken die? Ah ja, die stacken, okay. 20er Ampli kann eigentlich raus, die wird nie mehr aktuell werden. 40er könnten eigentlich auch raus, aber ich behalte mir noch ein bisschen auf. So, ich bin so langsam. Gut. Der Ringmaster steht irgendwo im Nirgendwo da hinten. Genau, irgendwie da muss ich am besten machen. So, genau, perfekt. Nee, andersrum. Gott, ich bin.
bin für heute schon wieder so durch. Okay. Ah ja, okay, Schaden ist krass. Schaden ist sehr krass. Es gibt noch ein F-Tool, oder? F-Tool, hier ist das Ding. Page 1, Key 1, Intervall geht 0. Hä? Ah ja, jetzt muss ich einfach doppelklicken, what the fuck? Okay, interessant. Naja, gut, okay. Wie schaut es eigentlich aus mit den Drops? Was droppen wir? Ach, Ringmaster voll oder nicht? Es geht mit Z, glaube ich, oder? Ja, mit Z, okay. Alles ein wenig gewöhnungsbedürftig. So, das Ding Movement runter. Ah ja, levelt aber gut. Genau. Geiler Helmet? What? Hieß das Ding schon immer so? Geht eigentlich noch ein bisschen niedriger. Okay, 0,5 Sekunden ist natürlich jetzt nicht so geil. Ich meine, ich kann es halt einfach öfter adden, habe ich auch mehr, aber weiß auch nicht, ob das so sinnvoll ist. Warte mal, das ist hier ein Teil vom Set-Effekt. Ja, genau. Jetzt muss ich gerade mal schnell schauen. Es gibt auch diesen Beginner-Dungeon, glaube ich. Den wir farmen hätten können. Ne, 75 wollten wir farmen, genau. Ach, gibt's auch Amtis, lol. Evilus Temple. Ach, lol, was? Ulti-Evilus Waffen? What? Was bringt der Nackel aktuell? Das ist plus 3. Bei den Set-Effekten ist es halt echt ein bisschen kompliziert dann. Wo droppt man dieses Ding eigentlich? Dieser Shining. Wahrscheinlich bei CW, oder? Nee, tatsächlich halt einfach nicht. Hä? Okay. Ein Kolosseum droppt einfach alles gefühlt. Einfach einmal eine ganze Dropliste ist drin. Wilds. Okay, das ist hier aber alles ganz anders strukturiert irgendwie. Das heißt, Wilds fand man dann für ein 75er Set scheinbar. Und hier weiß ich nicht, was dieses Mystical bedeutet. Mystical Vitra. Ach, wenn man die scheinbar da in diesem Dungeon droppt, dann sind die besonders oder so scheinbar. Und sonst sind die nicht besonders. Das ist mein Verständnis davon. Ja, genau, genau. Was droppt das hier denn? Was bringt es hier zum Beispiel? Bildposter. Oh. Okay. Ich will nur wissen, wo man hier dieses Set bekommt, was ich gerade anhab. Das ist irgendwas Besonderes, glaube ich. Die Keynes Mine? Nee. Nee, später kann es eigentlich kaum noch kommen, oder? Oh, das sind die Effekte krass. Kalgas. Hey, wo droppt man das Ding dann? Marsmine für. Nee, warte mal. Nee. Ja, nee, hier auch nicht, okay. Nee, definitiv nicht. Hier droppt man A-Karten. Und ganz verrücktes Zeug. Alter, was ist denn hier alles los? 1600 Attack. PvE-Damage. Hä? Ach, Ringmaster, lol, okay. Ja, hochinteressant auf alle Fälle. Was sind das für Sachen hier? Das
ist das noch ein besseres Set scheinbar, oder wie? Warte mal, Seraph. Ach nee, das ist nur ein Dungeon für Seraphs, okay. Nee, und für Templer, hey. Force Master? What? Ist das das Endgame-Set? Ach, das AOE-Set, glaube ich, ist das, oder? Ich bin ein bisschen verwirrt. Noch nicht ganz sicher. Okay, gut. Wo könnte dann dieses andere Set hier noch droppen eigentlich? Ja, ich habe noch immer nicht den Guide gelesen. Und ja, Shame on me, ich weiß. Nee. Ja, warte mal, wir müssen dieses Set doch finden irgendwo. Das kann nicht sein. Garden of Freezes. Als ob wir dieses Set hier nicht finden. The fuck? Okay, also die Sets farmen bringt schon mal gar nichts, beziehungsweise halt weniger, denn die Effekte sind einfach dann andere. Wenn es doch diese Mystical-Dinger sind, das sind dann einfach krasser irgendwie, so wie ich das verstehe. Jetzt zum Beispiel ist das halt einfach dann, jetzt mal eher ein schlechtes Set. Aber wenn man diesen Dungeons drin farmt, hier zum Beispiel, dann haben die halt noch so einen krassen Effekt, glaube ich. Also, beziehungsweise einen anderen Effekt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Ganze richtig verstehe, aber das ist aktuell so, was ich jetzt davon so ein bisschen entnehme. Irgendwie so, glaube ich. Was ist ein Normal Master? Ich denke mal, das ist Normal und Master. Alles andere irgendwie komisch. Mistralia Warp Piece. Ey, es gibt so viel Stuff irgendwie. Leveling Area. Ha. Also nee, keine Ahnung, vielleicht ist es hier mit drin oder so, aber ich habe es eigentlich auch nicht gesehen beim Durchscrollen. Nee. Sieht nicht so aus. Ja, ich muss mir auf alle Fälle mal das Wiki durchlesen. Ich habe momentan einfach gerade nur super wenig Zeit für alles im Prinzip. Ja, das ist so ein bisschen die Problematik an der ganzen Sache. Warte mal, ich bin blöd, merke ich gerade. Denn ich habe nämlich hier das Ding vergessen. Erstens mal das hier, zweitens mal das hier. Und es bringt Crit-Rate. Oh, shit. Oh. Irgendwas Grünes gerade gedroppt. Eine Kretin-Axt. In Ankommen. Okay. Was habe ich sonst noch? Single-Target. Das sind... Okay, das sind Angriffsskills. Ich wollte gerade nur schauen, nicht, dass wir irgendwie was verpassen oder so. Oder... man weiß es ja nicht. Okay, jetzt haben wir für 4000 Attack. Mit Upcut allerdings, muss man bedenken. Aber ansonsten ist es eigentlich schon geil irgendwie. So, da haben wir einen Ringmaster mehr. Der Ping ist irgendwie ein bisschen auf und ab gefühlt. Ich weiß nicht warum, aber naja, das ist ein bisschen runter. Ich meine, spüren wir bei Flyford einfach auch nicht. Also ist halt. Also vielleicht bei GW, aber ja, ist glaube ich halt irgendwie auch eher jetzt nicht so ein Thema. Ich meine, hier im Jahr 2024 verspielt schon noch GW. Also ja, ich habe es auch mal zwischendrin wieder gern gemacht und so, aber ja. Ich glaube, so realistisch gesehen wird es halt irgendwie. Auf jeden Fall ist er vielleicht einen Monat gespielt aktiv und dann war es das halt wieder. So, Quicksell, raus damit. Es ist halt schade, dass die ganzen Dinge halt für. Ja, ist alles nichts wert im Prinzip. Und Dex, ja, ist eigentlich auch nichts wert. Also für mich zumindest jetzt nicht. Tickets. Uiuiuiui, 10 Mille, okay. Gott, zweimal 10 Mille.
Astrid muss aber reinhauen. Hier immer noch was? Beats, okay. Hier haben wir Zeug, genau, was haben wir hier noch alles? Amplis, ab Level 60 ist das, oder? Ne, warte mal. ES 80 brauchen wir dann. Oh, hier gibt es noch 75 Punkte. Wie viel haben wir aktuell? Okay, wir haben einige, aber nachdem die Dinge halt ein bisschen begrenzt sind, bin ich mir nicht sicher, ob ich die ausgeben will. Ich glaube nicht dafür. Ne, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. So, zwei Spieler, drei Spieler in Astria. Oh, das sind noch zwei. So, follow. Die sollten wir packen, glaube ich. Ah ja, easy. Wo ist unser Pad? Ah, er ist draußen. Okay, gut. Gut, die Drops sind aktuell relativ okay soweit. Oh, Suns und Moons, okay. Nochmal mehr Moons, okay. Hey, yo, die droppen aber gut hier, oder? Die droppen aber echt gut. Welchen Tab sind die denn eigentlich? Bin ich blind? Bin ich hochgescrollt, lol. ID. Ah, keine Ahnung, was hier eine gute Sortierung ist. Auf alle Fälle droppen hier ziemlich, ziemlich gut. Könnten auch das Set mit plus 3 machen, glaube ich. Hier ist irgendein Helm gedroppt, okay. Genau, also ich glaube, es sind normalen Drops und so, damit sollte man eigentlich ganz gut Geld verdienen. Das zumindest ist in Fly-Fi so. Genau. Naja, das sieht doch eigentlich relativ gut aus, oder? Soweit, würde ich mal sagen. Passt schon. Ich bin nur hart überfordert mit diesen ganzen Items, die es gibt. Also es gibt halt einfach viel zu viele gefühlt. Zumindest von Anfang an fühlt sich das einfach nach viel zu viel an. Der Collector, okay. Na, jetzt gibt es ein bisschen mehr 10 eben, okay. Ja, doch. Secret Key haben wir bekommen, okay. Das Ding ist das hier, okay. Crafting Material. Ja, also wir müssen einfach mal auch schauen, dass wir dann irgendwie einen Job annehmen. Und einfach noch wirklich ein bisschen craften, ein bisschen sammeln und so weiter. Denn ich glaube, das ist schon auch ein bisschen der Way to go irgendwie. Ich bin mir allerdings gerade auch gar nicht mehr so sicher, ob es wirklich so sinnvoll ist, wenn ich jetzt hier die ganzen Ampli schon aktiviere. Ja, nee, eigentlich war es gerade ziemlich dumm, weil ich wollte ja ab 75 dann diesen Dungeon farmen. Oder, warte mal, macht überhaupt noch Sinn zu farmen? Mhm. 60er Set. Nee, ich glaube nicht, oder? Nee, eigentlich nicht. Evil, das macht allerdings Sinn. Okay, 70 bis 85. Ja, ich meine, der Effekt ist halt natürlich jetzt nicht geil, aber... Ah ja, wir könnten noch 85 auch gleich das nächste Set farmen. Ah ne, warte mal, das ist ein STA-Set. Okay. Lol, um 8000 HP? What? Hä, woher? Hä, warum? Warte mal, wann habe ich die HP bekommen? Genau, Master gibt es den ganz normalen Waffen wieder. Eupresia. Bildpause. Das ist dann wieder ein 101-Set. Okay, das heißt, eigentlich wirklich Sinn macht es dann eigentlich erst ab 95 dann das Zeug zu farmen.
Tramnok weiß ich jetzt nicht. Lohnt sich Tramnok? Ringmaster. Ne, so aus, wir würden halt irgendwie STA-Level, also halt auf AOE leveln wollen. Was wir natürlich definitiv machen könnten. Oh, was? 8000 Damage? Lol. Das ist aber eine Menge. 8000 Damage ist aber echt eine Menge. Holy moly. Ja gut, wir könnten halt schon AOE leveln eigentlich, oder? Ich weiß nicht, wie gut das funktioniert mit diesem F-Tool hier. Das fühlt sich jetzt leider nicht so gut an irgendwie. Also wenn es nur jede halbe Sekunde einmal heilt, dann ist es ein bisschen mau, glaube ich. Wir bräuchten halt echt schon ein richtiges Dauer-Heal. Oder was war's gerade? Oh lol. Nicht mal ein Set-Teil einfach. Interessant. Jetzt ab mir mal ganz kurz mal das Set hier. Ah, das mit Nappen ist so blöd. Das ist der große Nachteil bei diesem, ich hab gerade falsche gehabt, ich weiß, mit diesem Tapped Inventory. Es ist, die Idee damals war echt ziemlich gut. Aber ich finde es zur Benutzung ist es echt schlimm. Ich kann auch mal gleich schauen, vielleicht gibt es so einen One-Click-Upgrade oder so. Also, das mit einem mit Shift zum Beispiel gedrückt hält. Ah ne, warte mal, was? Wait. What? Das Ding ist nicht plus 3, aber auch irgendwie schon plus 3. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Nee, okay, also man kann es nicht mit einem Ding auf plus 3 haben. Schade. Na gut. Aber bringt uns das jetzt irgendwas? Glaub nicht, oder? Nee, bringt uns gar nichts. Weil das Ding halt jetzt plus 0 ist und wir bräuchten halt irgendwie dann S-Protect von Anfang an, glaube ich. Okay. Naja, also ich muss ein bisschen hinterkommen, wie das Ganze funktioniert. Da bin ich jetzt noch nicht ganz so, ganz auf dem aktuellen Stand. Genau, also, weil es, ja, können wir... Ah, oh, stopp. Oh, doch. Wilds farmen wir safe. Oh, und wie wir Wilds farmen werden. Oh, Wilds ist super. Das braucht ein HP. Oh. Hm. 55k HP? 55k? Oh, was Evil, es braucht 25 KP. Oh. Da sehe ich ein bisschen schwarz. Ich meine, Schwanzert bringt ja auch nichts. Oh, ich bin der Gilde angenommen worden, lol, nice. Deswegen habe ich jetzt mehr HP, lol. Oh, lol, ich, wow. Das ist ein bisschen peinlich vielleicht. Okay, was haben wir denn für coole Effekte jetzt? Das lass uns mal kurz anschauen. Level 83, 85 Member. 14 Tage offline ist gleich Kick. Okay. Interessant. Also ausgegraut, weil Level 9 haben wir noch nicht. Okay. Ach, Requirements. Guild Member online 6. Guild Member 40, Level 80. Ach, da oben sieht man auch nochmal, okay. Ah, ja. Okay, das ist interessant.
Gut, aber ich weiß jetzt trotzdem natürlich noch nicht genau, wie man es hier auf unsere... Der Vote-Buff ist immer noch nicht aktuell. Komisch. Naja, ich weiß halt immer noch nicht genau, wie wir auf unser Ding hier kommen. Auf die HP auf 25 oder wie viel? 55k HP auf Level 85. Boah. Ja, das ist aber heftig. Das ist aber echt heftig. 55 KHP. Ich meine, es sind doch sowieso 50% Deutsch, 30% Englisch und 20% Französisch. Ah ja, Pinoy ist natürlich noch, die habe ich vergessen. Sind vielleicht auch nochmal so 15% oder so. Nee, aber ich glaube, fast jedem Server ist der größte Teil der Community Deutsch immer. Also ich glaube, es gibt halt kaum einen Server, wo die Community... Ja, doch, gibt's schon. Es gibt so ein paar einschlägige Server, wo das so ist. Aber das ist halt schon sehr... es sind wenige Server, wo das wirklich der Fall ist. Ich fällt den Namen nicht mehr ein. Ich habe gerade überlegt, ob mir einfällt, aber nee, keine Chance. Also hier Mistralia Warp Piece einmal. Was ist das denn wieder? Das Ding ist es hier, okay. Das kriegt man wodurch? Ich glaube, das Mobs so oder so. Na gut, okay. ja, war ein bisschen absehbar. Red Shoes. Okay. Also man kann natürlich auch nochmal diese Glyphen hier upgraden. Ich könnte natürlich auch einen STA-Schmuck farmen. Also nicht diesen hier, sondern diesen da. Was bringt das hier? Ja, mit STA-Schmuck, glaube ich, könnte man da schon gute Karten haben. Ich weiß nicht, ob ich den wieder uppen kann. Wenn es halt... Ach nee, warte mal. 6 Teile brauche ich aber nur. 5. Mystical Vita. Hilfe, ich bin gottlos überfordert. Das ist Mystical Mighty. Warte mal, das heißt, ich bräuchte erstmal dann das Set aus dem Dungeon. Ja gut, und natürlich hier kann man noch das Set dann farmen. Nee, stopp, warte mal. Das bringt hier was nochmal? Das bringt... Das ist ein 1-on-1-Set, okay. Ja, ein Knuckle und vielleicht... Oh. Oh, das Schild ist ja geil. Warte mal, was ist das Forgotten-Set jetzt wieder? Forgotten. 50 STA? Bitte was? 50. Einfach 50 STA. Ja, okay, gut, damit ist es natürlich erreichbar. Warte, was ist der Teil davon? Forgotten Life Earring? Wo kriegt man das denn hin? Oh Gott. Warte, das ist müßig. Oh Gott. Wo krieg ich denn den Schmuck wieder her? Ballist. Warte mal, Ballist war wo? Ballist war... Ballist Level 90, oder? Nee, es war eigenes Set. Oh Gott. Ballist, nee, war 105 sogar noch, oder? Was, 105? Ich bin gottlos verloren. Hey, man hat doch hier dieses Set, oder? Ja, klar, das ist schon das Set hier. 10 bis 40 KHP, okay. Forgotten, hier ist das Ding. Okay, es sind 105%.
Gut, das kommt also auch nicht in Frage. Also die HP, die steigen wirklich ziemlich stark an. Das muss man schon mal sagen. Es kann schon sein, dass man es irgendwie erreichen kann. Also vielleicht kann ich auch CW farmen. Ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn macht, weil was ist denn HP? 80 Millionen, glaube ich. Mit meinen 10k Damage, glaube ich, brauche ich da nicht reingehen. Das wäre halt, das wäre dumm irgendwie. Ah. der hat's geahnt. Der hat's geahnt. Okay. Wie heißt dieser Nackel hier? Mal schauen. Ja, könnte man ein bisschen schöner formulieren und so, aber ist das gerade egal. Aber es ist wirklich gerade perfekt, dass der mir jetzt, dass der genau das jetzt schreibt. Okay, dann sagt er nein. Also das Schild, glaube ich, könnte ich halt auf alle Fälle farmen und auch den Nackel, glaube ich, könnte ich farmen. Also das denke ich mal, wird schon Sinn machen, weil wir verlieren da doch zwei Effekte. Das sind halt schon geile Effekte, aber ich glaube, Ultis ist stärker und halt die HP sind dann, glaube ich, um einiges sinnvoller. Vielleicht droppt man auch ein Gutes davon dann nicht, also dann halt irgendwie, weiß nicht. Halt einfach ganz blöd, so scheiß halt drauf. Warum habe ich jetzt HP verloren? Warte mal, ich hatte gerade vorher mehr HP. Ist irgendwas ab... Keine Ahnung, irgendwas abgelaufen, glaube ich. Evilus wären 75... Ja, das sind wir fast. Das sind wir fast. Ja gut, dann werden wir auf alle Fälle gleich mal reingehen. Only good for some meds. Aber welche Mats? You could probably go better for the 105 stuff. Aber. Wie jetzt? Also kein Set mehr farmen und bis 105 durchleveln oder wie? Oder meint er, dass ich das Schild farm für das 105er Set dann? Weil das macht halt schon so irgendwie. Und ich meine, allein mit dem Set hatte ich mein 20 STA, 800 HP und 5% HP. Ist es halt erstmal ein Mega-Effekt, zum einen. Und ja gut, der Nackel ist natürlich ein bisschen Müll. Wie viel Attack-Speed habe ich eigentlich? 96%, okay. Also nicht perfekt, aber einigermaßen gut trotzdem. Ich kann halt nicht mehr denken. Das will ich schreiben. Beziehungsweise ich kann natürlich auch. Warte, wir haben noch viel mehr Möglichkeiten. Wir könnten ja auch ein normales Set. Ach nee, warte mal. Oder? Doch, können wir schon. Wir können auch ein normales Set farmen natürlich. Dark und 3 zum Beispiel. Wir könnten auch einen Hissnackel farmen. Oh Gott, wir haben so viele Möglichkeiten. Ein Hissnackel ist natürlich immer noch mega gut. Das weiß ich auch nicht, was ich machen will. If you wanna chill, don't rush and compete. Yes. You could go slow. Ja, das ist, glaube ich, eher das.
Genau, das heißt, wir könnten da Contra natürlich jetzt auch eine Stadt farmen dann noch. Warte mal, ach nee, da kommt 3. Aber ich kann maximal 85 sein. Ich weiß, ich habe das schon zum zweiten Mal gesagt. Nee, das ist ganz schön viel öfter, glaube ich. Ja, aber ich glaube, es macht jetzt Sinn, wenn ich das mache, ja. Genau, ich werde erstmal die Folge beenden. Wir werden das Ganze mal durchlesen. Dann werde ich nochmal Evilus Farmen für einen Run. Und ja. Ich meine, klar, natürlich jetzt hier 25k. Ich müsste das umsteppen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das dann überlebe. Puh. Nein, nee, wobei, es gibt natürlich auch noch. Lass uns mal kurz was schauen. Es gibt hier. Ach so. Naja. Ah ja. 10 Mille. Ja, ich glaube, ich muss auch wirklich mal schauen, wie man hier am besten vorankommt. Gibt es noch Masken und Co.? Oh, wir sind billig. STR und STR, ja damit. Warte, war es aber gerade die beste? Ich glaube schon, ja, genau. Boom. Event Shop Station. Umhänge. Ist natürlich auch günstig. Okay, habe ich schon einen. The first redemption halt would be Savage Wilds. What? So spät? Before you can just use normal 105 gear. Okay. Aber ist ja auch langweilig eigentlich, oder? Ach, hier kann man auch was kaufen. Wie lange waren die hier beschäftigt, die ganzen Sachen zu adden? Das ist ja Wahnsinn. Okay, das ist irre. Okay. Quicksell einmal weg damit. Gut. If you need to have first one. Ah, ja, ja, das ist super. So, wie heißt die? Krixus. Krixus, da ist sie. Super. Hat man so Force Master Buffs hatten noch gar keine. Nice. Oh, warte, was haben wir jetzt alles noch? 10, okay, noch mehr HP, super, Attack. Oh, das ist geil. Das schaut super aus. Ja, ja, und Crit Damage noch mal ein bisschen mehr. Okay, wir skippen halt gefühlt schon auch wieder ein bisschen Content und so. Violin-Suit. Alter, okay. Na gut, okay. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.